Weiter geht's mit Borderlands. Und diesmal habe ich Sled einfach die Show gestohlen, weil ich irgendwas anderes gesagt habe und er gar nicht darauf vorbereitet war und jetzt bestimmt ganz traurig ist. Ja, weil ich gerade sagen wollte, willkommen zurück bei Borderlands, wo Seppo heute den Fluxgenerator reparieren wird, damit wir nur 9,31 Gigawatt hier das Schiff zum Laufen bekommen. Aber das hat er mir gestohlen. Tja, da ist er sehr traurig jetzt. Damit hat er mich überhaupt nicht gerechnet. Ja, okay, jetzt macht das Ding nochmal hier fertig. Ja, möchte das mal durch die Luft knattern. Teile. Ja, ist ja... Chill mal, immer locker durch die Hose atmen, mein junger Freund. Du bist älter als ich, ne? Ein bisschen. Also 10 Jahre oder so. Ein bisschen. Was? Ja, können wir jetzt damit rumfahren? Ja, weiß ich nicht. Nein, jetzt müssen wir erstmal hier auf das Ding drücken. Und? Hat das uns jetzt ein Schiff gebaut? Ne, es hat's abgebaut. Jetzt kannst du dir an jeder Catch-A-Ride-Station ein Sandskiff generieren lassen. Doch bevor du zu Captain Scarlet aufbrichst, musst du nochmal zu mir kommen. Alter, wir können es immer noch nicht benutzen. Ja, er hat ja gesagt, wir müssen nochmal zu ihm kommen. Du dummer Spast, Mann, ey. Gib uns doch einfach jetzt hier das Moped. Das Schiff-Moped. Aber nein, er will uns nochmal hier bei sich haben, der arme Typ. Der kleine arme Psychopath hier. Aber ey, wir kommen gern zu dir. Was willst du? Hallo. Keinen Grund, dass ich dich herbestellt habe. Ich hab dich nur gern um mich. Alter. Ah, hast du es gehört, was er gesagt hat? Er wollte nur, dass wir nochmal zurückkommen, weil er gerne hier Kumpels bei sich hat. Achso, ja dann. Losfahren, um sie zu treffen. Dann bin ich Er hat aber hier noch eine Quest, oder? Der leuchtet gelb. Ja. Der hat noch zwei Jobs gehabt für uns. Ja, nimm mal an. Ich bin mal gerade im Inventar. Hier ist noch ein Job. By the way, willst du noch einen Raketenwerfer? Ja. Ich hab... zwei sogar, glaube ich. Der eine ist sogar noch besser als der andere. Das war super. So. 3200 und 4600. Was willst du haben? Ja, den mit mehr Bums. Ja, so. So, ich verkaufe mal den ganzen Rotz, den ich hier habe. Okay. Kampferfahrung, SMG-Schaden... Malivon-Schaden, bla, weg damit. Klassenmod. Okay, ich bin fertig. Na dann. Gibt's hier irgendwo eine Munitionsbude? Ja. Muss mal hier an der Munitionsbude Munitionsbuden. Wollen wir eigentlich erst die Hauptstoryline durchknüppeln oder wollen wir die Nebenquests hier erst machen? Ach ja, ist Hauptstory. Go, Hauptstory. Dann mach mal, dann such das mal aus, während ich Munition kaufe. Achso, wo sehe ich das denn? Das Hauptstory-Ding sieht anders aus als die anderen Quests. Oasis. Ach, das, das ist so ein Borderlands-Symbol, ne? Mhm. Ja, hab ich. Was ich hasse, ist, dass es kein Auto-Buy-All-Knopf gibt. Ja. Das ist echt doof. Mach doch mal ein Auto fertig. Ja, mach ich. Raketen, mehrere? Harpunen oder Sawblade? Nein, mit du schießt, das ist mir völlig wurscht. Mach Harpune, das hört sich cool aus. Hört sich cool aus. Ja. Hurra! Du fährst es automatisch. Alter. Nein, ich möchte bitte tauschen. Alter, wo das muss ich denn hin? Mein Arsch, Holster. Ja, tausch mal. Wie geil! Ist das jetzt echt so ein. Ja, es ist so ein Hovercraft, oder nicht? Wie geil! Das fühlt sich. Ach, ich hab. Oh Gott, ich habe schon wieder komplett vergessen, wie die Steuerung hier funktioniert. Ich kann auch schießen, aber mein Schuss ist irgendwie ultra langsam. Ja, ich fahre einfach mal. Irgendwie ist das, er fühlt sich lustig an. Und ist auf jeden Fall vom Design her ganz cool. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Doch. Aber da müssen wir noch nicht hin. Oh, müssen wir da nicht hin? Nein. Dann warte mal. Es ist Zeit. In letzter Sekunde noch abgebrochen. Da müssen wir doch hin. Hä? Ja, jetzt ist die Karte aktualisiert. Gerade hat das Ding da nicht hingezeigt. Ja, haben wir die Hauptquest ausgewählt oder nicht? Ja, klar. Schauen wir doch erstmal. Die Hauptquest, wo ist die denn? Ich sehe die gar nicht. In Oasis, musst du gucken. Gott, Alter, wo ist Oasis? Ich sehe es nicht. In England, da treten die manchmal auf. Aha. Ich sehe es nicht. Es gibt hier die Hauptquest gar nicht. Hä? Also bei mir hat das Ding, was ich da selektiert habe, ein anderes Symbol. Das hat halt dieses Borderlands A und nicht dieses Zahn. Ja, keine Ahnung, ich gehe da jetzt einfach rein, du wirst schon wissen. Achso, ja, jetzt mach nochmal. Ich war noch im Menü. Ich bin aus dem Dings ausgestiegen wegen dir.
So, ich bin nochmal ausgestiegen. Ja, aber jetzt nicht wegen mir. Ja, weil ich dumm bin. Wegen dir, so. Okay. Reise beginnt, hurra! Wurmwater. Wurmwasser. Was? Achso, falsch rumgeguckt. Düst mal einfach drauf los. Naja, kannst ja mal hier die Quest noch eben annehmen, oder? Da in diesem Bild. Nee, ist viel zu schwer gerade. Alter. Ich glaube, ich bin halt mal, da geht's nicht Ende. Weiter. Ich bin halt mal gespannt, wie sich das halt mit den Quests, der Storyline und dem Leveln halt ausgeht. Ob man diese Nebenquests halt machen muss oder nicht oder doch. Ich weiß es halt nicht. Vollkommen Banane. Wir machen einfach, wo wir Lust drauf haben. Was hältst du davon? Das ist ja ein völlig neues Prinzip. Ja, voll krass, ne? Wir machen einfach irgendwas. Alter, das Ding schießt so langsam, das ist völlig nervig. Ach ja. Ja, vor allem sieht das so klein und unscheinbar aus. Irgendwie keine Explosion am Ende, nix. Doch, ist eine kleine Explosion drauf, glaube ich. Auf deinen Schuss zumindest, oder? Oh, hier ist irgendwas. Da ist ein Riesen-Moped-Schiff. Zerstöre das Raider-Schiff. Ja. Wir sollen jetzt nicht das Ding da killen, ne? Doch, zerstöre Raider-Schiff. Steht da. Ja, lass erstmal die Sandraupen killen. Was hältst du davon? Ach, das ist das kleine Ding, ist das Raider-Schiff. Okay. Na gut. Upsa. Dieses Drecksding will abhauen. Ich glaube, es ist tot. Da hast du aber noch ein Eins. Ja, I see. Lass es mal rammen. Oh, wir haben nur noch 6 KHP. Ja. Und versuch mal keinen Schaden zu kriegen. Ja, aha, da sind ganz viele Würmer. Okay, wir sind ohne Schiff. Wo ist das Ding? Da. Oh Gott, ich gehe down gegen das Ding. Wo bist du? Keine Ahnung, ich guck mich hier so ein bisschen um. Da, hinter dir. Alter, das Ding macht mich sowas von kaputt. Echt? So schnell? Ja. Ja, lass dich doch mal davon treffen, dann siehst du, was. Nee. Aber ist das abgehauen jetzt? Aber hier ist doch direkt eine Station irgendwie, oder? In diesem Schiff. Oder sehe ich da gerade falsch? Ja, warte mal. Da kann man doch eventuell mal hier direkt irgendwas holen. Ja, ich guck mal. Wie kommt man denn da rein in das Ding? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssen wir dafür erst das Ding da killen. Alter, das wäre natürlich nicht so witzig. Das geht, das droppt halt auch überhaupt nicht. Oder es heilt sich wieder voll, oder was weiß ich. Naja, das ist halt ein bisschen nervig, weil, Alter, hier liegt aber noch Iridium. Das stecke ich nochmal ein. Gib mir mal eine andere Waffe. Ach, geh doch weg, du Kackding, Alter. Mach doch mal deinen Klapptrap oder so. Ja, der läuft doch schon die ganze Zeit. Der ist doch jetzt einmal schon durch. Na, mach ihn. Ja, du hast recht. Also das Vieh macht mich. Ich bin down. Alter. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Das wäre nett. Weißt du auch nicht, ob ich es schaffen kann. So, ich schieße mal. Wenn ich noch einmal trifft, bin ich halt auch Gemüse, ne? So musst du mich nochmal ressen. Ja, Rest läuft. Nein, der Rest läuft nicht, weil ich nachlade. Wo ist das hin? Da kommt es wieder. Alter, jetzt stirb doch mal. Dankeschön. Bastardviech, ey. Das war echt nervig. Okay. Lässt du sie rein, Scarlet? Ja, die Quest ist jetzt da drin. Machst du jetzt hier die Beine, den Anker runter? Da ist eine Plattform. Da hinten, da ist was aufgegangen, hier ein Treppending. Warte auf mich! Achso, ist eine Leiter. Ja, Leiter, Treppe. Das ist sehr lustig übrigens, dass Leiter und Treppe irgendwie... Das lässt sich sehr einfach verwechseln. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Leiter gesagt habe und Treppe gemeint habe und vice versa. Oh, hier ist eine Ammo, Bude. Ja, keine Ahnung. Alter, was ist denn das? Hier gibt's eine ziemlich fette Granate. Wie viel hat die? 8x935. Oh Gott, hier steht einer neben mir und ich hab mich... Was? Warte nochmal. Ja, spawnt 8 Bomblets. Ach so, die waren noch kacke, dachte ich. Diese Bomblet-Dinger. Ja gut, bei denen Schaden zahlen? Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Keine Ahnung, versuch's halt. Nee, ist mir zu teuer. Gehen wir erstmal hier Freundin Scarlet besuchen. Upsa. Wo ist denn die Frau Johansson?
Ich hab hier müssen wir hochfahren, wenn wir das wollen, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber erstmal looten den ganzen Mist hier. Es gibt hier voll viel Zeug und so, Muni und so. Ja. Wobei ich jetzt gerade am Automaten alles gekauft habe, also von daher nicht ganz so wichtig. Oh, hier ist ein Speicherpunkt, den könnte man mal aktivieren, wenn ich ganz falsch. Mach doch mal. Hab ich. So, jetzt hier oben ist, habe ich was getriggert. Oh. Nicht übel gekämpft, du bist ein Kammerjäger, was? Hab noch nie einen von euch getroffen. Die Knarren, die Power, alles sehr beeindruckend. Falls du nach dem Schatz des Sandes suchst, bist du bei mir richtig. Aber ach, ich bin unhöflich. Hab mich noch gar nicht vorgestellt. Passiert mir öfter. Sorry, ich bin Captain Scarlet. Ich finde immer ziemlich cool, diese Bilder da quasi, wenn die einen Charakter vorstellen. Sehr erfreut. Sehr stilisiert. So, wo bist du? Hier oben. Ich schnacke mal mit Scarlet. Klar, ich sollte dir vermutlich erstmal die Legende des Schatzes verklickern, was? Vermutlich. Der Legende nach findet derjenige den Schatz, der alle vier Teile eines mystischen Kompass zusammenbekommt. Ich habe einen Teil, weil ich einfach super bin. Aber Sandman hat auch einen. Begib dich nach Haters Folly, töte Sandman und besorg uns seinen Teil des Kompass. Klingt das gut? Den Sandmann töten? Ja, töte Sandmann. Aber wie soll man dann abends schlafen, wenn es den Sandmann nicht mehr gibt? Ja, sollen wir dann direkt mal dahin heizen oder willst du hier den Rest noch annehmen? Ja komm, heizen. Heizen. Direkt heizen. Wo ist denn hier unten dat, das Motorboot-Moped-Generier-Ding? Das ist hier auf der Seite. Wenn du kannst, glaube ich, hier runterfallen. Und dann, ja, es ist hier irgendwo. Also ich glaube, das ist hier gewesen. Man weiß es nicht. Ja, es ist hier. Ich mach mal nochmal, was wollen wir denn machen? Was hattest du denn davor gemacht? Harpoon war scheiße, ne? Ja, Harpoon war nicht so gut. Ich mach mal Raketen-Moped. Upsa, zum Fahrzeug teleportieren. Ja, ich bin drin und Goku. Dann müssen wir jetzt mal den Sandmann erledigen. Mach mal ganz kurz Badass-Rang, ne? Ah, ich hab einen nämlich hier. Dann machen wir Schussweiten-Treffsicherheit, so. In welche Richtung müssen wir heizen? Ja, ich glaube in die. In die nicht, in die. In die. Jetzt in die. Ja, in die. Schieß doch mal. Schieß mal. Ich hab dasselbe. Ist wieder so eine MG. Du hast die. Ah, ich hab... Ah, das macht schon ein bisschen Mumms, wenn ich damit feuer. Ja, zumindest sieht es ein bisschen imposanter aus als diese kleinen Gillette-Klingen. Ich glaube, wir müssen hart links. Aber es ist komisch, dass ich, obwohl ich fahre, auch die dicken Wummen habe. Ja. Normalerweise war das immer anders, ne? Ja. Haben sie halt wahrscheinlich mal geändert, damit du auch ein bisschen Spaß haben kannst. Ja, wir müssen da geradeaus in den Tunnel oder so. Da ich oben. Hab voll über den rüber geheizt. Alter, unser Schiff, wenn wir da drüber heizen, macht unglaublich viel Schaden. Wir platzen einfach, wenn ich da drüber heize. Ja, einfach weggehovercraftet. Ja. Wobei eigentlich irgendwie leicht unrealistisch, weil man ja drüber schwebt. Das müsste überhaupt keinen Schaden machen. Wir müssen hier reisen. Ja, dann reiß doch mal. Ja, sag reiß, ha. Ja, wenn irgendwo mal der Sack reißt. Ja, lassen wir das. Da ein paar neue Sprüche aus. Sag mir, welche du gut findest. Ja, die Schatten dicht. Low, ho, ho. Großsegel setzen. Die waren alle nicht so geil. Trotz tausend. Nein, der letzte war nichts. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, hier so in die generelle Richtung ist nicht komplett falsch. Ja, da oben ist Musik. Auch wieder du dich fragst, wieso ich dich ein Schiff. Feldman zu killen und es nicht selbst mache, ist das erstens mal eine gute Frage. Freut mich, dass du bei der Sache bist. Zum zweiten ist Sandman ziemlich stark. Ja, die können wir einfach ignorieren. Also, viel Glück. Ja, wir müssen da, glaube ich, rein, wir ne? Wir sind hier richtig. Glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Erstmal gucken, was hier ist. Ich würde gerne aufsteigen. Dann mach halt. Ja, geht nicht, das Schiff driftet irgendwie weg. So, jetzt können wir. Ach ja, hier sieht es ein bisschen aus wie Tropical Island, so ein bisschen. Oder Dead Island. Ja. Oh, da kommen irgendwelche Grockmeister. Die mag ich nicht, die sind die Psychos, die Explodierpsychos von den aus dem anderen Ding. Das sind quasi nur ein Reskin. Alter, ich mache überhaupt keinen Schaden an dem, was ist denn da kaputt? Da ist der Pulver, Junge. Oh, geh doch mal bitte gepflegt sterben.
Alter, ich hab den von 3000 Kilometern Headshot snipert, one-shotted, Dingens. Das war toll. Da oben ist noch einer. So, dann ist der auch weg. Ich glaube, ich habe meine wahre Berufung als Snipermann gefunden. Spielt sie auch den passenden Char, ne? Den Nahkampfschar. Ja, genau. Dann sniper doch mal da hinten den mit dem Laserpointer-Ding weg. Ja, bin ich dabei. Den habe ich einmal getroffen, aber dann ist er hier in Deckung gegangen, der Feigling. Ach, der lebt immer noch. Ja, der ist in Deckung gegangen. Wir müssen hier sogar nochmal wieder ins andere Gebiet rein. Hä? Da ist noch einer. Ja, ich habe den gerade schon mal einmal getroffen, weil ich habe gerade nachgeladen. Jetzt ist der kaputt. Ja. Wir müssen da oben, da ist eine dicke Kiste, warte mal. Links, du musst nach links. Ja, mach mal falsch, geh hier links, da. Nein, hier links. Geh du. Ich kann nicht, bin so weit weg, geh nach links. Ich kann dich hier von oben navigieren, links, links, links. Ja. Dahin, links und dann da hoch. Und dann hier irgendwie die da ist irgendwo eine Leiter oder so, irgendwas muss hier sein. Ja, hier ist eine Leiter. Ja, die Alter. Leiter da hoch irgendwie. Ja, wenn du mich nicht blocken tätest. Du hast mich geblockt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Da müssen, also hier oben war es bestimmt was ganz Tolles jetzt drin. Bestimmt. Nicht in der Kiste, aber in der hier hinten. Da sind sogar 1000 Kisten. Ja, und warte mit der dicken Kiste auf dich. Ja, dann. Willst du aufmachen oder soll ich? Ach, jetzt habe ich nachgeladen. Ach, verdammt, ey, geh doch weg, ey. Ja, mach mal auf. Ich? Ja, du hast aufgemacht. Oh, so krasser, Alter. Die Shotgun ist, glaube ich, nicht schlecht. Muss ich mal gucken. Also, es ist schlechter als meine, aber vielleicht ist sie ja besser als deine. Wollen wir weiter? Also, meine ist besser. Ja, meine auch. Hat sich ja voll gelohnt und du wolltest unbedingt da hoch, Mann. Alter, ja. Alter Stresser. So ein Kack hier schon wieder, Mann. Ja, voll doof und so. Geh doch weg. Haters Valley. Ja, Wally. Genau. Das habe ich nicht gesehen, weil ich gerade nicht auf den Bildschirm geguckt habe. Was hast du sonst denn geguckt? Sag ich nicht. Das ist so dumm. So, hier kann man ja erstmal Muni kaufen. Alter, sie sieht hier echt aus wie Tropical Island, falls ihr es was sagt. Also ich meine, keine Ahnung. Ja, sieht echt schön aus. Eigentlich ein schönes Urlaubsgebiet. Ein Spaßbad ist es hier. Ich hüpf mal ins Wasser. Ja, bin ich dabei. Oh ja. Was hältst du von Nacktbaden? In der Geige sehr anzüglich. Oh. Nein. Da schießt irgendwas. Stört hier unsere mögliche Zweisamkeit. Ja. Drecksack. Oh, der ist auch noch badass. Alter, und ja, das habe ich gerade auch gemerkt. Ich hüpf fröhlich auf ihn zu und denk mir Ding, 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 Ding und dann Boom. Das sind sogar zwei. Ich mach mal meinen Skill an und werf mal meine Axt. Ja, macht ein bisschen Schaden. Die Axt im Walde. Oh, sie sind aber, glaube ich, tot und haben irgendwas Lila. Ja, da lebt gerockt. Noch einer. Das ist Iridium nur. Mal 4, glaube ich. Ja, nimm mit. Schadet nicht. Und hier ist ein Flammenmod, den ich nicht benutzen. Also ein Mod. Boah, das Wasser sieht cool aus, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber das haben sie echt gut hingekriegt. Hier ist noch ein Macromancer-Klossen-Mod. Was? Macromancer-Klessen-Mod. Und was kann das? Nix, glaube ich. Das hat irgendwelche Magier, hast du nicht gesehen, Dingens. Vor kurzem kam übrigens ein Borderlands-Update raus, also keine Ahnung, was das gemacht hat, aber jedenfalls hat mein Steam Borderlands irgendwie runtergeladen. Ja, 160 Megabyte waren das, ne? Irgendwie vielleicht ein Bugfix oder sowas. Irgendwie so wahrscheinlich. Also sind neue Mob-Typen. Tiny Tina dauert noch ein bisschen, bis das rauskommt. Oh, das sind wieder diese Chrysalisken-Mopeds. Auf die Füße ballern, ja? Ja. Da hat mich gerade irgendwas angegriffen. Ja. Ich weiß aber leider nicht wo. Kristallding war das nicht, ne? Ich gehe da mal hin, da liegt ein Haufen Geld. Ich find's hier echt cool, idyllisch. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Da ist ein Wasserfall, der uns eine Quest gibt. Was? Der Wasserfall? Ja, ah ne, wir müssen hier hochfahren. Komm mal her. Achso, ja, mach mal. Ja, zieh du an dem Hebel. Du willst doch wieder nur, dass ich meine Anarchy-Stacks verliere. Genau. Das ist mein diabolischer Masterplan. Könntest du aber auch... Ich hab dran gezogen. Der Hebel ist kaputt.
Du könntest auch einfach mit Maus und Keyboard spielen, dann hast du das Problem nicht. Nein. Dann hätte ich ganz andere Probleme. Ja, ich weiß. Weil du ja hier der Konsolenboy bist und nicht PC Gamer Master Race. Das Ding nimmt extrem viel Schaden, wenn ich auf den seine Füße schieße mit der Waffe, die ich habe. Ja, aber abgesehen von der Quest müssten wir auch für die Story-Quest dahin. Also nicht nur, um die Quest anzunehmen, sondern auch, um die andere zu finishen, ne? Ja, eben. Das ist, da hinten sind noch 1000... nee, hier sind so kleine Dinger. Ein Alpha-Skag. Ach, ich mach mal das Claptrap rein. Go. Damit du bis zum Ende zusehen kannst. Ein Spucker-Skag, du Arsch. Da liegt wieder irgendwie ein Klassenmod für dich, glaube ich. Ja, kann nee, man das nicht. Hier ist ein krasses Schild. Muss mal hier ganz kurz die Skaks töten. Ja, ich auch. Aber Claptrap. Alter, dein Claptrap ist schon ziemlich OP, ne? Dazu, dass du noch, super viel Nahkampfschaden machst, ist das Ding schon, also nicht Nahkampf, sondern Waffenschaden, weil das auch noch gebufft wird bei dir. Ist schon ziemlich krass irgendwie, was der Mechromancer raushaut. Ist, glaube ich, so der Easy-Mode-Char. Kann das ein bisschen sein? So ein bisschen nur? Ich fühle mich schon ein bisschen überfordert. Ja, vor allem, weil du überhaupt nicht zielen musst, weil du einfach Auto-Aim hast mit dem Ding. Alter. Was ich ein bisschen komisch finde. Also, ich meine, der Char scheint echt so Easy-Mode zu sein. Für denen, die Borderlands zu hart sind, die können ein bisschen mehr zahlen. Dann kriegen die hier Easy-Mode gratis hinterhergeworfen. Ja, schon okay. Passt schon. Ist so meine Einschätzung der Lage. Ich weiß ja nicht, ob du da zustimmst oder nicht. Ich guck mir gerade mal das Schild an. Ah, da hinten sind nochmal wieder 3 oder 4 von diesen Arsch. Ich an Dingens, geht doch weg. Ich nehm das mal mit. Kannst sowieso einfach alles mitnehmen. Wenn du einmal dein Inventar oder zweimal dein Inventar geupgradet hast, hast du irgendwie schon 20 klar. Nein, Slots. Ich wollte halt so. Im Sinne von, ich möchte es auch benutzen. Ja, mein Claptrap wirbelt hier rum, macht irgendwas. Ist schon, passt schon, ist schon recht. Irgendwas. Ach, du schießt immer auf mich, du. Du machst immer den ganzen Schaden auf mich. Jetzt weiß ich, wo der ganze Schaden herkommt, was war das denn? Den ich entnehme. Da oben sind Snippers. Oh. Ach, da! Ja, muss ich mal ungefähr in die Richtung halten. Alter, ich seh nichts. Irgendwas hat mich vergiftet. Ich werd hier drauf gehen. Oh, da kommt noch so ein Chrysalid. Lied, der Mopedmann. Bitte. Ja, ich hab den gekillt. Volles Leben, deswegen ist mein Skill so toll. Ich freue mich so sehr, wenn ich Level 30 oder sowas bin. Weil dann kriege ich endlich die Fertigkeit, wenn ich low HP bin und meinen Skill zünde, dass ich sofort wieder volle HP bekomme. Okay. Und super stark bin dann danach. Also noch viel stärker, als ich normalerweise in meinem Rage-Mode bin. Dann wird mir einer abgehen. Dann wird der Char hier auch, glaube ich, einigermaßen brauchbar. Weil momentan habe ich echt das Gefühl, dass sein Char so komplett die Definition von Easy Mode ist. Und ich halt. Hier nur dich am Beschweren ist. Ja, ich habe halt irgendwie kaum Waffenboost-Schaden, den ich effektiv nutzen könnte. Meine Stacks, die ich bekomme, sind alle dennoch, dass ich Schaden nehme. Und ohne gutes Gear kann ich das nicht benutzen. Keine Ahnung. Bin ich schon ziemlich unfair. So. Lass mich mal ausreden. Er schoss mir ins Bein und rannte weg. Ziemlich peinlich das Ganze. Aber da habe ich gelernt, verrate niemals deine Freunde. Außer du bist dir sicher, dass du gewinnst. Da ist ein ganz komisch platzierter Automat. Wieso? Ach, du kannst einfach hier unten durchgehen. Um an den Automaten zu gehen. Da gibt es ein Macromancer-Ding. 2 sogar. Unten? Oben? Ach da. Kannst du auch von oben angrabbeln. Okay. Hier sind erstmal ganz viele Kistendinger. Hier gibt's Granatenmods. Aua. Das ist explodiert, was? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal in der nächsten Folge weiter. Was? Haben wir schon so lange wieder aufgenommen? Ja, eigentlich schon. Na, wenn der Sletter sagt. Ja. Das letztlich die Autoritätsperson, da muss ich mich natürlich beugen. Ich armer Wicht. Und sage einfach mal Tschüss, Mann. Ja, bis dahin.